In dieser Präsentation möchte ich Ihnen das ICAP als ein Instrument der Reflexion und Selbstreflexion vorstellen. Dabei geht es um die Umsetzung eines elektronischen Kompetenzentwicklungsportfolios, also eines ICAP, in der Hochschullehre. Gezeigt wird dies am Beispiel des Studiums der Wirtschaftspädagogik. Das Buch wurde von mir, Peter Sletzewitz-Zach, zusammen mit meinen Kolleginnen Elisabeth Riembauer, Carina Fernandes und Michaela Stock herausgegeben. Es gliedert sich in 5 große Kapitel, welche auch die Struktur dieser kurzen Präsentation vorgeben. Zuerst natürlich die Frage, was ist das ICAP bzw. was ist ein Portfolio? Ein Portfolio bezeichnet eine Mappe mit ausgewählten Arbeiten. Portfolios haben das Ziel, Lern-, Entwicklungs- oder Arbeitsprozesse nachvollziehbar zu gestalten. Wenn Sie sich mit Portfolios beschäftigen, merken Sie schnell, dass es hier sehr unterschiedliche Varianten gibt. Das ICAP ist als Mischung zwischen einem Reflexions- und einem Entwicklungsportfolio angelegt. Die Studierenden, die mit diesem ICAP arbeiten, sollen ihre eigenen Kompetenzen reflektieren und ihre eigene Kompetenzentwicklung vorantreiben. Das heißt, nicht nur das Ergebnis ist wichtig, sondern vor allem auch der Entwicklungsprozess. Welche Ziele verfolgen wir mit dem ICAP-Einsatz? Es geht um die Unterstützung der individuellen Weiterentwicklung, die Entwicklung wirtschaftspädagogischer Professionalität, die Auseinandersetzung mit der eigenen Kompetenzentwicklung und die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit und Willigkeit. Das Lernen der Studierenden steht somit im Zentrum des ICAP-Einsatzes. Die Förderung von Reflexion und Selbstreflexion ist, wie erwähnt, ein wesentlicher Bestandteil des ICAP. Reflexion ist dabei ein Prozess der Strukturierung einer Erfahrung, eines Problems oder auch bestehenden Wissens. Das heißt, was kann ich das nächste Mal in dieser Situation besser machen? Selbstreflexion meint im Unterschied dazu den Blick nach innen. Zum Beispiel, wie effektiv war ich in einer bestimmten Situation? Habe ich meine Ziele erreicht? Selbstreflexion ist natürlich für alle Menschen von großer Bedeutung. Für uns ist sie zentral, da unsere Studierenden der Wirtschaftspädagogik auch in den Lehrberuf gehen können und die Fähigkeit zur Selbstreflexion für Lehrende gerade in der Schule extrem wichtig ist. Wie wurde das ICAP nun implementiert? In unserem 5-semestrigen Master findet es sich im 1., 3. und 5. Semester als Pflichtlehrveranstaltung wieder. Die Lehrveranstaltung wird dabei von einem externen Coach abgehalten, welcher die Studierenden in ihrem Reflexions- und Entwicklungsprozess unterstützt. Wichtig ist dabei, dass die erstellten Portfolios wirklich nur für die Studierenden da sind. Das heißt, niemand vom Institut sieht diese, da es nicht darum geht, wie viele Kompetenzen die Studierenden haben, sondern dass diese sich mit ihrer eigenen Entwicklung auseinandersetzen. Parallel zur Einführung wird das ICAP von uns durch eine groß angelegte Studie begleitet. Hier sehen Sie das Design. Es erfolgt zu den 3 Zeitpunkten im Studium jeweils am Beginn und Ende der Lehrveranstaltung eine Fragebogenerhebung. Die Studie läuft seit dem Wintersemester 2011/12. Kurz zu den Ergebnissen der Studie. Im Bereich des Lernens bzw. der Kompetenzentwicklung sehen wir beispielsweise, dass das Wissen über die eigenen Kompetenzen zunimmt, das heißt, es den Studierenden gelingt, einen Reflexionsprozess zu beginnen. Weiters können wir zeigen, dass der ICAP-Prozess an sich gut funktioniert. Beispielsweise wird das externe Coaching sehr geschätzt und generell sind die Studierenden mit der Umsetzung zufrieden. Dies zeigt sich auch, wenn ich Fragen nach dem Einsatz im und nach dem Studium stelle. 90% der Studierenden finden den Einsatz im Studium als sinnvoll bzw. sehr sinnvoll. 80% würden ihren Studienkolleginnen und Kollegen eine ICAP-Erstellung empfehlen und mehr als 50% wollen es selbstständig weiterentwickeln. Ein letzter Punkt, welchen wir im Buch thematisiert haben, ist der Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Frage, die wir uns hier gestellt haben, war, welche Kompetenzen brauchen Menschen, wenn sich der Fokus auf künstliche Intelligenz richtet? Und die Antwort ist natürlich vor allem die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstreflexion. Und das ICAP kann eine Möglichkeit sein, diese auch zu entwickeln. All das und noch viel mehr finden Sie in unserem Buch und ich möchte schließen mit einem Zitat von Ernst Reinhardt: Information ohne Reflexion ist geistiger Flugsand.